Nee, nee, aber seitdem hier, seit Tomb Raider sind wir. Das sind zwar schon zwei. Ja, ich sag mal, im Prinzip ist es ja trotzdem immer noch ein Teamkanal. Weil wir sind ja alle noch in den Let's Plays vertreten. Es gibt keinen von uns, der nicht in irgendeinem Let's Play vertreten ist. Wir reden halt nur quasi von den aktiven Content-Creatern. Und wir haben eben auch immer mal andere Konstellationen. Also gut, du und ich sind eigentlich so eine Standardkonstellation. Du hast auch jetzt selten mal irgendwie was mit Patze oder Pascal oder Claudio gemacht. Außer damals Borderlands 2, aber das zähle ich mal jetzt nicht mehr mit rein, weil es halt schon älter ist. Ja, also es ist schon, ist ja, Jahre her. Jahre her. Irgendwas müssen wir wieder finden, aber wie gesagt, ich noch nicht mal ein Spiel finde, findest, was alle zusammen machen. Aber dann gibt es eben die Konstellation Daniel Claudio, dann gibt es natürlich dann die Borderlands-Konstellation, einmal Daniel Pascal Patze, dann gibt es Daniel Pascal Patze Claudio in Borderlands 2. Es gibt gut die Einzel-Let's Plays von dir und mir. Also wir hatten noch nicht alle Konstellationen durch auf jeden Fall. Besonders jetzt natürlich logischerweise, wo Nico da ist, aber den zähle ich jetzt noch gar nicht so richtig dazu, weil der ist ja bis jetzt noch nicht einmal hier erschienen auf dem Kanal. Abgesehen von dem, wie ist das Video mit dem blauen Telefon? Gartic Phone, dieses quasi Maler, also ne, wo dann irgendein Begriff vorgegeben ist und du musst es nachzeichnen. Ach, wo ihr die Schwänze gemalt habt. Ja, also ähnlich wie das eine Spiel, was wir damals in unserem 100-Abo-Special gespielt haben. Weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst. Ja, ich weiß, dann davor hat man ja noch hier Five Nights at Freddy's mit deinem, hier mit deinem Daniel Sauer bei Epic Stream, den ich ja immer noch als einzige Video rausschneiden will, aber halt ohne das Hintergrund, du räuchst schon diesen scheiß Kaninchen. What now? So, okay. Ja, okay. Nee, ich glaube aber, das reicht jetzt für heute. Ja, den Top-Dog töten können wir noch. Nee, das dauert mir zu lang. Nee. Das machen wir heute nicht mehr. Ja, aber dann besuchen wir wenigstens noch Rav. Roadkill. Wie meinst du, der steckt doch da vorne fest? Ja, aber der ist doch in der Festung gespeichert. Ach so, ja. Also zurück zur Festung fahren wir ja sowieso immer noch. Rav und die Roller. Ich überlege, heute haben wir den 28.05. und ab vom 3. bis zum 11. habe ich ja Urlaub. Also bis dahin haben wir eine Menge Zeit nochmal aufzunehmen. Ja. Ich kann auch jetzt das Creed fertig machen. Ich denke, da wird sich noch was ergeben. Es ist immer so doof. Meistens denke ich mir so, an meinen freien Tagen ist ja eigentlich kein Problem. Aber dann ist an meinen freien Tagen immer irgendwas anderes. Dann sagt irgendwer, ey, lass mal da was machen. Oder mein Vater hat irgendeinen Plan. Lass mal grillen gehen. Hab ich gerade grillen gehört? Nee, nicht unbedingt grillen. Das ist ja, dann könnte ich ja trotzdem noch... Wow! What? Ich sage dir, dieses Let's Play macht mich heute fertig. Ich kann es kaum erwarten, bis die Aufnahmesession hier online kommt. Der Schrei, willst du die Aufnahme beginnt mit deinem Hallenschrei und sie endet mit deinem Hallenschrei. Er ist dieses vollkommen random, wenn ich steig aus der Tür aus, wäre das mal 10 Meter in die Luft gefallen hat. Und klatscht einfach wie so ein Stein auf den Boden auf Sterben und dann dieses Wow. Und wie das auch immer leiser wird, war doch besser. Mann, Rafau, Alter. Oh mein Gott. Ja, schönes Ding. Schönes Ding.
Ich kann nicht mehr, ey. Siehst du die ganzen Biografien, die wir da garantiert noch nie gelesen haben? Nein, garantiert noch nie. Ich suche aber gerade, ob hier was dabei ist, was heute dazugekommen ist. Eigentlich genau das hier müsste dazugekommen sein. Wailing Winds, an der Grenze zum großen Nichts liegt hoch auf dem Bergkamm zwischen sandigen Felsen das Gebiet der Wailing Winds. Dort gibt es nichts außer den Ruinen alter Behausung und schaurig heulenden Winden. schaurig heulende Winde. Region Knitzek. Am Rand des roten Felsen befindet sich ein Gebiet, das Knitzek genannt wird. Knittersack? Es ist ein kahler Küstenbereich, in dem uralte zerfallene Autobahnen kreuz und quer verlaufen. Knittersack? Knitzek? Der Knittersack. Der Knittersack. Das hat ne. Das mit dem Tropfen rechts hat man noch nicht. Also kann jeder ein altes Kanalsystem. Ja doch, das war das auf jeden Fall. Das hat bei welcher sich zum Wurzelgebiet einer Ruhlkühlgang gewickelt hat, aber das rechts daneben hatten wir noch nicht. Nee, das auch noch nicht. Das war das Lager, wo wir. Nee, das ist das Top-Dog-Lager. Ein altes Silo, das mit Hilfe einer robusten Abdeckplane zu einem riesigen Tausammler umfunktioniert wurde. Die ganze Anlage steht in Verbindung mit dem Lager, Tyrannpeitsche und das Wasser wird mit einem improvisierten Seilsystem dorthin transportiert. Um Eindringlinge und Diebe fernzuhalten, kann das Silo nur über eine Seilrutsche erreicht werden. Ah, okay. Das heißt, man kommt da direkt von... Wahrscheinlich macht man das Top-Dog-Lager und dann geht man mit der Seilrutsche darüber und kämpft da wahrscheinlich gegen den Top-Dog, nehme ich mal an. Ah, das... Ne, das hätten wir auch schon. Weil im Grunde... Warte mal... Genau, hier war nämlich irgendwo dieses Silo rechts und wahrscheinlich kämpft man hier erst gegen den Top-Dog. Ach, der wird da bestimmt ganz an der Spitze sein wie Pascal. Ja, genau. Wir könnten den noch, warte mal. Nee, den hatten wir ja jetzt quasi. So haben wir das Auto genannt. Aber wir könnten den Top Dog Maui nennen. Na, wisst ihr, das ist unpassend, dass wir jetzt das Auto schon davor genannt haben, weil der Typ ist irgendwo in der Höhe und Gerüstbauten in hohen Höhen hat Ronny davor ja persönlich beigebracht. Also. Aber gut, dadurch, dass der Top-Dog eh Scheitern mit beim Versuch uns zu töten, könnten wir halt einfach als Inkarnation des Scheiterns Maui nehmen. Doch, das passt. Haben also, wir Pickenstick hier auch schon? Ne, Pickenstick haben wir nicht. Nur Gutnose und Rimjobby. Gaspard der Hund. Und kommt der Hund. Klassiker. weißt du, der Hund? Der Hund ist diese Version von gespielt die Flasche leer, Alter. Du hast es einmal gehört, feierst es ab und dann spammst du noch eine Weile nur noch den Button. Gespielt die Flasche leer, Hund. Kommst du fast schon an dem Runner-Shit steht jetzt mal die ganze Zeit vor Alter, ihr Statue und bild ihn an. Oh shit, hier gibt's auch wieder einiges. Oh, da können wir die Höchstgeschwindigkeit maxen, ne? Okay, also nicht maxen, aber weiter. Na, vor einer Stunde kam auch dein Slate 2 Flaschensammelpart in Kanada, ne? Online. Yes. Ich glaube, da hast du gesagt, oh, irgendwas vom 21. Ja, das habe ich ja bei dem Let's Play auch ganz gerne gemacht, dass ich das Datum gesagt habe. Also das dürfte, glaube ich, jetzt... Also ich glaube, du hast irgendwas gesagt mit Ende April. Also vor 11 Monaten hast du das Video gemacht. Ja, dürfte ein gutes Jahr her sein. So haben wir uns auch erstmal den fettesten Munitionsgürtel geholt, den es gibt. Das heißt, noch bist du mir mit Slide 2 in Sachen Zeitabständen voraus, aber mit Brotherhood werd ich nachholen. Mit dem überall Material, da hänge ich dich ab. Ist ja auch längeres Spiel, deutlich länger. Kannst ja gar nicht vergleichen. Sly ist so ein wunderschönes Let's Play. Da sieht man, also man weiß ja jetzt schon, wann es auch endet, weil da gab es nichts wirklich, was ich in die Länge gezogen habe oder konnte, weil es gab die Flaschensammelparts und dann hast du halt die Missionen gemacht. Und das war's eigentlich. Bei Slide 3 ist es nicht mehr ganz so klar, weil da gab es ja keine Flaschen zum Sammeln mehr. Aber da hatte ich ja zwischendurch mal in Holland eine Stelle, wo ich Geld grinden musste, weil ich mir sonst nicht alles hätte kaufen können. Und da habe ich irgendwie, glaube ich, 2 Stunden lang nur Münzen gesammelt oder so. Und das ist natürlich schon ein bisschen Filler. Aber da habe ich auch viele interessante Themen angesprochen. Ja, aber das ewige Thema ist es für uns immer so auf die drei. Bei irgendeinem Spiel, was
Den drei im Titel hatten wir uns nie einig. Bei Assassin's Creed 3 werden wir uns, abgesehen von den Städten, dass halt Boston und New York halt einfach langweilig designt aussehen, nie einig. Genauso bei Sly 3. Ich sage, du musst nicht grinden, du sagst, du musst grinden. Ja, eben. Er meint immer, man müsste bei diesem Spiel nicht grinden. Ich meine, ja, du wirst es in meinem nicht. Let's Play sehen. Du wirst es ja, sehen. Ja, aber ich habe bisher noch kein Play, wo ich nicht mit mindestens 100.000 Münzen rausgegangen bin. Was auch immer du da machst. Du siehst es dann. Man muss grinden, verdammt nochmal. Oh, ein Sturm zieht auf. Muss man nicht. Wir fahren jetzt mit diesem Auto in den Sturm, um zu beweisen, dass es das geilste Auto der Welt ist. Los, Rav, mit 8 Meter Bandmasten zu verderben. Ja. Freiheit ist mir wichtig! Oh yeah! Ich muss das alles spüren! Spüren Sie es, Mr. Raffau? Spüren Sie es, Mr. Raffau? Ich sehe nicht, wo ich hinfahre, aber das ist doch nicht so wichtig. Aber das sieht aber geil aus. So. Das ist irgendwo so. Es ist, als wenn du unter Wasser fahren würdest, da eben Wasser aus Sand. Alter. Oh, Scheiße. Ich sehe doch wirklich nichts. Ich glaube, das Ding gerade geflogen, da steht das schon immer da. Oh, das Auto explodiert übrigens gleich. Egal. Ich stelle mir vor, dann schmeckt Schampagnen auf und schraubt einfach mit beim Pfannstuhl. Das ist ja das Problem, es gibt keinen Schambucket. Schambucket ist eine Lüge. Ein Mythos. Ich fahre einfach nur auf das Licht zu. Plattes Licht, kurz, das ist das Ende von Mad Max. Max stirbt und das ist seine letzte Reise nach Valhalla. Genau. Ich weiß aber auch nicht. Irgendwie müssen wir doch mal langsam an der Grenze ange... Ah, da vorne ist der Kiefer. Scheiße, ich glaube wir haben den Sandsturm überlebt. Sicher oder hat der Sandsturm uns überlebt? Bei diesem krassen Auto, was wir fahren, wohl eher der Sandsturm uns. Ja, also wie du siehst hier der neue Opel RAV A4 hat sich bewährt. Warte mal, wo sind wir eigentlich? Nee, nicht A4, A8. Oder RAV B8 für Bandmaß 8 Meter. Wir sind irgendwie von da oben hier runtergefahren. What? Wann? Okay. Gerade eben, weil du jetzt. Ja, aber sind wir doch nicht tief. Ah, vielleicht hatte ich gerade Glück, dass ich an der Stelle runtergefahren habe, wo man nicht tief fällt. Krass. Okay, naja, das sind doch der Name. Opel RAV B E8 und B8 für Bandmaß 8 Meter. Großartig. Irgendwie haben wir das überlebt, ich find's gut. Da ist wieder einer vom Dosen Dings von dir. Ich werde dieser armen Seele helfen. Aber warte mal, da ist keiner am Verdursten, das ist einfach nur ein Lager. Ja, aber trotzdem kannst du trotzdem nochmal reinschnuppern. Egal was ich mache, ich krieg dieses Auto nicht down. Doch, jetzt gleich. Du sollst ja auch aussteigen, kannst du aussteigen und drauf schießen. Das ist ja wohl Quatsch. Das wäre viel zu langweilig. Ich fahr jetzt da in den Benzinkanister rein. Scheiße. Was kannst du eigentlich? Ja, dies wo ist sie auch nicht. Okay, jetzt lass doch halt groß den Arschloch. Hat geklappt. Wunderbare Arbeit, Maui. Fantastische Arbeit. Da haben wir doch ein schönes Zeichen zum Abschluss dieser Aufnahmesession gesetzt.
Also ich wette, das Auto hat gar nicht gebrannt. Max hat einfach nur einfahren lassen und ein Feuerzeug gerade erhalten. Richtig. Also ich glaube auch, das Auto ist gar nicht wirklich explodiert, sondern Max hat einfach nur ist einfach nur bewusstlos geworden. Und jetzt wacht er hier in der Festung wieder auf. Das muss es sein. Es hat aber auch absolut irgendwie keine Nachteile bei Mad Max, wenn man stirbt, fällt mir mal gerade auf. Du verlierst keine Munition und... Ha. Und du spawnst immer da, wo du die ganzen Munitions Wetter wieder herkriegst. Kannst du mit dem Shot noch irgendwas bauen? Nicht, dass wir zum Release-Lauf noch unvorbereitet losrennen? Naja, das Ding ist, ich habe ja noch nicht viele Bauteile hier oben gefunden bei Pink Eye. Das fehlt mir ja noch alles. Da wo ich gerade spawne, kriege ich ja praktisch noch gar nichts, weil in Pink Eyes Festung ist ja irgendwie noch nichts gebaut. Weil mir das ganze Zeug noch fehlt. Ich bin ja gerade dabei, die Teile von der Spähcrew alle zu sammeln. Übrigens glaube ich auch, dass ich hier, genau hier habe ich nämlich das letzte gefunden. Das wurde irgendwie gar nicht vorher angezeigt, warum auch immer. Ah nee, doch, das ist doch das. Ach Quatsch, was rede ich denn? Das ist doch das mit dem verbackten Lager. Aber dann müssten wir eigentlich fast alle Spähcrew-Teile haben. Wo ist denn die Spähcrew? Die ist weiter oben, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr. Da ist die Madenfarm. Wenn wir irgendwas bauen, dann wird es nicht in diesem gelben Schleier angezeigt, sondern in einem weißen Schleier. Deswegen kann ich von weitem schon sehen, ob wir was bauen können oder nicht. Aber wo ist die Spähcrew? Hier irgendwo? Ah, da hinten. Das ist die Spähcrew, glaube ich. Ja. Nee, da fehlt uns auf jeden Fall. Klar, logisch fehlt uns da noch was. Aber fehlt uns ein Teil oder fehlen uns zwei Teile? Ah, ist jetzt die Frage. Ah, nee, ist die Waffenkammer. Ah, shit. Ist nicht die Spähcrew. Und dazu müssen wir Jeets Mission machen. Die Waffenkammer sorgt ja dafür, dass wir mit Munition aufgefüllt werden, wenn wir hier spawnen. Oder wenn wir hier herreisen. Das gibt's aber nicht. Wer merkst du, in letzter Zeit hatten wir mit buggenden Gegnern hier nur unseren Spaß. Wir hatten jetzt hier bei Mad Max halt die hier Rafau und seine Autogang. Und zu dem Zeitpunkt, in dem wir das aufnehmen, kam vor ein paar Tagen hier der Bloodout-Part hoch mit den hier buggenden unsterblichen Wachen. Wo ich halt die Kill-Animation tausendmal wiederholen konnte, die immer wieder hochgekommen sind. Ja. Da hatte ich dir auch noch zusätzlich eine Sprachnachricht geschickt, glaube ich. mit Horst perfekten Timing, wo ich nicht gemerkt habe, dass ich ihn gepfiffen habe und dann kommt er da so einfach perfekt rein. Ja, da hat wirklich alles gestimmt. Vor allem dieses, what is the meaning of this? Und ich stehe genau davor und der Speer prallt einfach an dem Typen ab. Tja, naja, ist ja auch egal, was da, wo die Spähcrew jetzt ist. Gut, alles klar, dann würde ich sagen, an dieser Stelle beenden wir die Aufnahmen für heute. Wir haben jetzt schon wieder einiges an Aufnahmematerial gesammelt. Und wie der Erik schon sagt, der hat ja nochmal Urlaub. Von daher werden wir da mit Sicherheit nochmal was schaffen. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen für dieses Mal und sage... Bis zum nächsten Mal bei Mad Max. Immer dann denken, Cleopatra.